Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie schon im letzten Video, letzte Woche versprochen, heute zum Thema meine Musikplaylist. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Songs, die ich so höre, warum ich sie höre. Ich habe im 10 Dinge, die du nicht über mich wusstest Video, habe ich aufgeklärt, dass ich eigentlich kaum Hip-Hop wirklich höre. Ich gehe jetzt einfach meine Main-Playlist rum, da tue ich im... Die Playlist heißt Diagen und ich tue da alle Songs rein, die mir eher so wirklich persönlich auch ein bisschen was bedeuten und die landen dann in dieser Liste. Okay, Song Nummer 1 ist ein Lied, das habe ich durch ein Video kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auf so einer Bank und dann schreiben sich so Leute Zettelchen, bla 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 und am Ende stellt sich heraus, der eine ist taub und hört gar nichts und das ist auf mega die schöne Liebeserklärung. Da gibt es diesen Song von New Heights und nennt sich Peaches. Und da ruft Emin Films an. Ich glaub's nicht, Leute. Yo, Bro. Was machen wir? Du bist jetzt live in meinem YouTube-Video. Möchtest du was sagen? Hi, Leute, was geht ab? Ich will ihn dann nicht weiter stören, aber ein YouTube-Video machen. Und abonniert auf jeden Fall den Channel, kommentiert und liked auf jeden Fall. Peace out. Peace out, Bro. Ich ruf dich gleich zurück. Ciao, ciao. Okay, tschüss. Ja, das erste Lied, New Heights. Peaches, mega schöner Song, richtig viel Gefühl und sowas mag ich auch mega gerne. Deswegen war das so, so einer der ältesten Songs auch. Okay, wir gehen mal weiter. Ich will auch, ich zeige euch jetzt nur so die aller krassesten. Und zwar gibt es ein Lied von Eskimo Callboys, eine Band, eher Metalcore und das heißt We Are The Mess. Und das war so das Lied, womit ich angefangen habe, richtig zu pumpen. Und ich zeige euch mal den Refrain. Ja, das ist ein Song, da werde ich sofort motiviert einfach. Das ist so, damals haben wir mit Thomas zusammen trainiert. Thomas, wenn du das Video hier siehst, liebe Grüße an dich. Und da, durch ihn habe ich diese Band kennengelernt, die Musikrichtung auch so ein bisschen. Ja, dann geht's weiter mit einer Band, die mich auch sehr, sehr geprägt hat und die nennt sich Demotional. Die habe ich kennengelernt durch Dead by April, die Band. Und Demotional ist eher so eine Vorgruppe von denen gewesen. Und die haben ganz, 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 ganz viele tolle Songs, ja. Aber ein eher was aktuellerer Song, er heißt Monster. Ja, hört mal rein. Ich zeige euch mal so ein paar mehrere Abschnitte aus dem Song. Wow, auch richtig krasser Song. Einfach mega geil. Es gibt das Musikvideo dazu, ist auch geil animiert worden, eher Richtung After Effects und so. Und da sind so mega krass betont. Checkt auf jeden Fall den Song ab. Demotional Monster. Okay, wir gehen weiter. Jetzt ist voll der Sprung in der Musikrichtung. Und zwar wirklich zu einem Song, den höre ich, glaube ich, seit ich 15, 16 bin oder so. Das heißt Number One Fan von Plyce, Jay Holiday und Keisha Cole. Es geht darum, dass man der Number One Fan ist einer Person und ist eher so in Richtung Liebessong, aber nicht schnulzig, sondern ein bisschen anders. Hört einfach mal rein. Ja, das ist ein Song, der ist mehr so, ja, Kindheitserinnerungen hängen da dran und deswegen mag ich einfach diesen Song. Er gibt mir jetzt nicht mehr so viel wie früher, weil es hat sich einfach so ein bisschen gewandelt bei mir in der Musik. Es ist einfach mega wichtig für mich bei Musik, dass der Songtext stimmt und wenn der Songtext kacke ist, dann kann das Lied noch so geil klingen. Ich feiere das dann einfach nicht. Ich kann das auch nicht hören, weil Musik einfach was mega Persönliches ist für mich.
Ja, Musik umgibt mich den ganzen Tag. Ich höre immer Musik. Und ohne Musik, ohne inneren Soundtrack geht auch gar nicht. Auch sehr krasser Song. Damit verbinde ich extrem, extrem schlimme Zeiten aus der Vergangenheit. Aber der Song kam so, als ich so auf dem Weg der Besserung war. Ist von der Band My Darkest Days. Und ja, der Bandname ist auch Programm bei der Band. Und das Lied heißt Perfect. Hört mal rein, ich zeige euch mal den Refrain. Ich glaube, der ist eigentlich am geilsten, obwohl ich weiß gar nicht. So viel ist geil, ich zeige euch mehrere Parts. Okay, Achtung, jetzt kommt der Refrain. Irgendwie auch mega hoffnungsvoll, gibt richtig Kraft der Song, je nachdem, in welcher Phase man gerade ist. Und ja, auf jeden Fall ein Song, der bei mir auf jeden Fall gar nicht fehlen darf. Heute ganz, ganz frisch in der Playlist gelandet, Kontra K, Kampfgeist 4. Kontra K ist einer der wenigen Rapper, die ich noch überhaupt höre. Wenn ich Rapper höre, dann ist es wirklich so eher die alte Schiene, Kool Savas und so. Aber Kontra K kann einfach nicht fehlen. Er hat so motivierende Songs. Er hat so viel Energie, die er gibt in seine Songs. Und Kampfgeist 4, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber der ist auf jeden Fall nice. Ich spule einfach mal in die Mitte. Der ganze Song ist krass. Nur Übung hat Talent, aber Ehrgeiz den Sieg. Der Körper, die Maschine durch den Geist programmiert. Und es sind meist nur Verlierer auf Gewinner fokussiert. Doch Gewinner aufs Gewinnen konzentriert. Und ganz zu sehen, wird der tausend Sachen einmal probiert. Doch perfekt nur der, der eine Sache tausendmal trainiert. Einfach seine Stimme, seine Lyrics, einfach richtig geil. Er hat diepe Texte und hat aber so eine kraftvolle und boah, eine Stimme, die wahrscheinlich andere viele Rapper gerne hätten. Mega krasser Künstler, Kontra K, feier ich unnormal. Dann ein Song oder eine ganze Band, ihr könnt die ganze Band checken. Richtig geile Songs. From Ashes to New heißt die Band. Und die haben einen Song rausgebracht, My Name. Und das ist auch so ein Song, den höre ich auch schon relativ lange und immer wieder, weil er einfach krass ist. Und ich zeige euch jetzt einfach die krasseste Stelle aus dem Song einmal. Okay, ich habe die Stelle. Haltet euch gut fest. Ihr müsst eigentlich den ganzen Songtext hören, um diesen Part zu verstehen. Könnt ihr danach abchecken. Leider kann ich ja nicht so viel hier abspielen, aber hört den Part. Leck mich am Arsch, dieser Part ist so krass. Ja, From Ashes to New. Allein der Bandname sagt auch schon wieder so viel über diese Band aus. Und ich liebe die Songs von denen. Letzter Song für heute. Ich will nicht, dass das Video zu krass lang wird. Und das ist einer der Songs, den ich immer und immer und immer und immer wieder höre. Schon seit Jahren. Und der Song heißt Hero in Me. Auch von Demotional, Hero in Me von Demotional. Und da gibt es auch einen Part in diesem Song. Boah. Leck. Boah. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich an den Part denke. Ihr müsst den richtig laut hören, in guter Quali eigentlich. Weiß nicht, was ihr für Boxen zu Hause habt. Und ich spule vor zu der Stelle und zeige euch die. Ich suche einen Moment. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn gefunden. Ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Bass bei dem Song, aber ich zeige euch jetzt den Part. 2 Minuten 11 geht's los. Let's go. Ja, Leute, das war's mit dem Video zu meiner ersten Playlist-Video. Das sind so die Songs, die mich immer mal wieder in meinem Leben irgendwann begleiten und die ich immer und immer mal wieder höre. Deswegen wollte ich die euch als erstes zeigen.
Wenn ihr gerne wissen wollt, was ich zu bestimmten Lebenslagen oder sowas höre, dann schreibt das bitte mal unten in die Kommentare. Ich habe eigentlich zu fast jeder Lebenslage irgendeinen Song. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.